Oh shit, gebt euch mal diesen Bananenkuchen aus nur 3 Zutaten mit knapp 60 Gramm Eiweiß. Damit servus, grüezi, willkommen bei Pause und Küche. Heute zaubern wir dieses Baby hier. Viel Spaß dabei, let's cook, Alter. Die 3 Zutaten habe ich hier vor mir liegen, und zwar Haferflocken plus Banane und Proteinpulver, damit wir hier auf unsere Gains auf jeden Fall nicht verzichten müssen und vor allem als Veganer natürlich unabkömmlich. Ja, easy wird das Ganze auf jeden Fall ablaufen. Ich zeige euch mal, wie es genau geht. Nachdem das Teig anrühren alles andere lang dauert, könnt ihr schon mal in den Ofen vorheizen, 180 Grad, Ober-Unterhitze. Und der Kuchen wird absolut delicious. Okay, wir starten erstmal mit den Haferflocken, sind übrigens 150 Gramm. Die kommen hier in den Food Processor. Könnt ihr auch direkt Hafermehl nehmen, aber wir machen unser Hafermehl, wie ihr wisst, selbst. So schnell geht das auch schon. Können wir hier mal runternehmen von der Maschine. Jetzt habt ihr hoffentlich 2 reife Bananen am Start. Ich habe jetzt 2 reife, eine nicht so reife. Die nicht so reife wird dann für was anderes verwendet. Aber die beiden reiferen Ladies kommen jetzt hier erstmal in die Schüssel. Könnt ihr einfach grob zerteilen. Also könnt ihr auch aus der Ganze reinschmeißen, aber so geht es natürlich einfacher. Ganz easy cheesy. Also das Rezept von heute soll eigentlich jeder hinbekommen, weil es easy, es ist einfach und hat wie gesagt nur 3 Zutaten. Deshalb einfach nice to make und kann man natürlich auch für mehrere Tage vorbereiten. Jetzt habe ich hier mir eine Gabel geschnappt und zerdrücke die Banane. Denn die wird dann natürlich gleich mit den Haferflocken und dem Proteinpulver gemischt. Und ganz wichtig ist immer, wenn ihr Kuchen oder sonstiges zubereitet, die größte Schüssel nehmen, die ihr im Haus findet, weil nur so gibt es fette Gains. In Österreich sagt man übrigens zergatschen, nicht zermatschen, sondern zergatschen. Und Gatsch ist auch Dreck bei uns. Deshalb passt das ja auch ganz gut, weil Gatsch ist im Prinzip dasselbe wie Matsch, nur mal so als Aufklärung für alle Deutschen. Und damit mich hier die Österreicher auch wieder mal verstehen. Ich fühle mich schon komplett eingedeutscht. Aber was passiert da, wenn man halt viel Zeit in Berlin verbringt? Früher habe ich auch als Kind und auch immer wieder als Jugendlicher mir einfach Banane zergatscht und einfach so gegessen, weil es halt killer schmeckt. Naja, jetzt kommen hier die gemahlenen Haferflocken dazu. Und dann direkt auch schon unser Proteinpulver. Das rühre ich jetzt mal grob noch mit der Gabel um. Und ihr seht, da fehlt auf jeden Fall noch Flüssigkeit. Und nachdem ich Wasser auf jeden Fall nicht als Zutat zähle, kommt es hier ein Schuss Wasser rein. Und dann verrühren wir das hier mal mit den Knethaken und schauen, ob das schon gereicht hat oder ob wir noch mehr brauchen. Mache ich immer von der Konsistenz abhängig. Das solltet ihr natürlich auch so machen. Könnte auch ein schöner Keksteig sein. Und es riecht auf jeden Fall jetzt schon nach einem richtig geilen Teig. Aber bevor ich das hier in die Form gebe, starten wir jetzt ein bisschen Backtrennspray. Wir sprühen den Boden. Und ich bin echt gespannt, wie das aufgehen wird. Komplett ohne Backpulver. Wirklich nur Haferflocken, Proteinpulver, Banane. Also das ist auch ein Experiment für mich. Aber ich weiß, dass es richtig geil wird. Weil ich habe schon mal Baked Oats gemacht. Das ist ja im Prinzip nicht viel anders. Nur noch mal schauen, ob es ähnlich wie Brot schmeckt, wenn es so eine ähnliche Konsistenz hat und dann wirklich gut fest wird. Nummer 1, Nummer 2, die machen wir so, Nummer 3. Okay, dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Ziehen hier ein bisschen raus. Mhm. Oh, und gut runterlösen tut sich auf jeden Fall. Ja, man sieht, das ist wirklich in guter... Ah, ist das heiß, scheiße. Ja, ich habe ein paar Gehirnzellen gerade beim Porridge-Essen verbrannt, aber was soll's. Es löst sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verbrannt. Es sieht aus wie Brot. Ich glaube, das kann man sogar echt gut rausstülpen. Wenn wir auf jeden Fall gleich versuchen. Jetzt versuchen wir das Baby mal hier vorsichtig irgendwie rauszuhebeln. Ich glaube, das muss ich entweder irgendwie stürzen oder sonst wie rausholen, weil das könnte gefährlich werden. Vielleicht muss ich es einfach mal umdrehen. So. Sieht doch schon mal geil aus. Und dann
Hoffen wir, dass die Bananen nicht rausgeflogen sind. Okay, muss ich nochmal auf einen anderen Teller transferieren. Oder auf ein schönes Pizzabrett, damit geht's doch. Das ist einfach nur aus drei Zutaten. Also es hat tatsächlich gut funktioniert. Und ihr seht, die Konsistenz ist einfach wie Brot. Mega stabil. Jetzt schneiden wir mal an das Baby. Angeschnitten wäre das Baby mal und gebt euch mal, wie juicy das ist. Das ist einfach nur abnormal. Da nehmen wir jetzt eine schöne Gabel davon, natürlich auch mit der Banane drauf. Alter, ist das weich, Mann. Das riecht auf jeden Fall nach Banane. Krank, weich kann etwas sein. Also ich schwöre euch, so geil hat man Haferflocken noch nie kombiniert. Und so easy. Einfach nur Haferflocken, Wasser, Proteinpulver, Banane. That's it, aus drei Zutaten. Ich habe übrigens No Way Churros verwendet. Das kombiniert natürlich mit Banane auch sehr, sehr geil, vor allem durch Haferflocken. Mit diesem leicht zimtigen Röstaroma-Geschmack, sage ich jetzt mal, passt es einfach nur hervorragend dazu. Hätte nicht gedacht, dass Bananenbrot wirklich so geil wird. Das ist wie gesagt aus nur drei Zutaten. Also testet es gerne aus, macht es heute nach. Ihr könnt natürlich auch die Bananen, keine Ahnung, durch Apfel ersetzen oder durch Beeren. Die Beeren sind natürlich dann ein bisschen wässriger, da müsst ihr aufpassen, dass das von der Konsistenz dann trotzdem hinhaut. Aber ansonsten, ihr seht, es hat funktioniert. Aus drei Zutaten einfach mal ein krank geiles Bananenbrot gezaubert, noch dazu mit ordentlich Protein. Also viel Spaß beim Nachmachen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, natürlich den Link in der Beschreibung abchecken, um ab 25 Euro ein gratis Exklusiv mit dazu bekommen und natürlich die besten veganen Proteinpulver zu genießen und auch hier geile Sachen nachzumachen. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Keep pumping, keep cooking. Ciao, ciao.